Nabend. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Fahrzeuge zur Garage zurück. Sie sind für alle da, also benutz sie einfach, wann immer du willst. Wie ordne... Hä? Wo muss ich hin? Das ist so richtig, was ich hier mache. Oh.
ist für dich. Tja, das Mob wird halt verloren. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Fracht wird geliefert. Hallo. Sam Bridges, oder? Wir haben dich erwartet. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Thank you.
erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Turm gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sasmod City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. TCK hat jetzt eine Zeitregen-Unterstand-Option. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Glückwunsch, Sam. Dein TCK wurde sozusagen verbessert. Ab sofort kann er komplexere Konstruktionen bauen. Mama wird dir die Einzelheiten erklären. Sam, ich habe den Plan für eine Schutzhütte in deinen TCK geladen. Die Konstruktion ist umfangreich, also beansprucht der Bau viel Zeit und Material. Aber nach der Fertigstellung ähnelt es einem privaten Raum. Probier's mal. Schweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Thank you.
Seychellen kannst du dir jetzt den Wetterbericht ansehen. Das sollte dir unterwegs helfen. Karte und Kompass, falls du den Weg vergessen hast. Ich melde mich mit weiteren Anweisungen, sobald du in der Nähe bist. Einschränkungen aufgehoben.
Schön, du hast es geschafft. Dann lass uns diese Schutzhütte bauen. Bist du bereit, Sam? Rüste zuerst deinen TCK aus und wähle Schutzhütte. Sam, du solltest das Material so schnell wie möglich zur Schutzhütte schaffen. Sam, diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben, als Erster dort zu übernachten.
Hey, herzlichen Dank. Hallo? Eine angenehme Reise. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Waffen geprüft. Vielen Dank. Wird geliefert. Danke für deinen Besuch. Du bist echt unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Sei Dank. Bist du also Schatzjäger, was? Lustig. Ich dachte... Vielen Dank für deinen Beitrag. Setze autonomen Lieferbot ein. Auftrag zugewiesen.
erzähl mir was. Was für ein schlechter Bote bist du denn? Such eine Stelle aus. Das hier zu tun wäre keine gute.
Wenigstens kennst du deine Grenze. Was? Viel sagst du. Hier drüben!
wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ich bin Sam. Hallo? Okay. Zu Hause.
macht er nicht. Waffeneinschränkungen aufgehoben. Klar. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts Waffeneinschränkungen aufgehoben.
Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Zu Hause. Willkommen. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So, das war's. Danke fürs Zusehen.